Hallo, hallo, hallo. Mein Name ist PFLetsPlay und herzlich willkommen zum jetzt schon 11. Part von Let's Play Need for Speed Bros. Wie man das unten rechts sieht, direkt neben unserem komplett zerstörten Mitsubishi Evo. Nein, Eclipse. Fuck. Zum wunderschönen grünen Eclipse. Oh ja, der liebe Herr Funny Fresh TS ist mal wieder dabei, weil der sich ja halbwegs gut mit Autos auskennt, der Gute. Und ich fahre jetzt einen Viertelmeilen-Track mit meinem Roadrunner. Hört schon genug? Gut. Jetzt muss ich nur gleich mal gucken, wie habe ich meine Tasten belegt, mal wieder. Ja, ich bin... Oh, wie viel laut die Musik. Vielleicht ändern sollen. Ui. Ja. Ah, es funktioniert gut. Option. Audio. Oh, lautstarke Rennmusik, na bestimmt nicht so laut, das ist ja Arsch auf dem Hobby. Ja, 20%, das reicht völlig, so jetzt Steuerung. Handbremse, Nitro, runterschalten, ist gut, passt. So. Immer schön im grünen Bereich bleiben. Sag da mal die Zeit. War die Burnout. Die 10 Sekunden und 8 Millisekunden. Auf Viertelmeile. Ja. Naja, geht noch. Der zweite war 15 Sekunden, also. Moment, also ich versuche natürlich noch die 10 zu knacken, ist ja klar. Also wir fahren in einem Plymouth Roadrunner gegen einen Cobalt SS und haben deutlich mehr PS. Wie viel? 500 noch, was habe ich gerade gelesen. Na, Cobalt SS ist scheiße und hat Frontantrieb, glaube ich. Oder Heck, keine Ahnung. Naja, Schrott. Die. 10 Sekunden und 4 Millisekunden. Es war schon ein bisschen besser. Ein ganz kleines bisschen. Ich will eigentlich... Na gut. Ab geht's dafür. Gegen einen Civic... also wir haben mit unserem Roadrunner 595 PS gegen Joe Tackett in seinem Civic mit 214 PS. Scheiße. Oh, der ist von Apex Clyde. Na, der ist schlecht. Der ist von Apex Clyde. Da kannst du dir auch machen, es gibt das Menü davon. Mann, das Burnout, sehr gut. Yes! 9 Sekunden und 91 Millisekunden. Aber genau im richtigen Moment alle. So, erster Platz, 4500 Punkte, keinen Schaden. Zielzeit um 2,5 Sekunden unterboten. Meine Punkte 9135 und mein Geld haben wir 3000 gewonnen. Du hörst dich schon an wie der Toto-LP. Nee. Doch. Streckenrekord gebrochen. Die Hälfte des Events geschafft. Gleich nächstes hinterher. Mit so einer schlechten Zeit. Ja. Mit so einer scheiß Zeit. Mann, ich bin noch nicht so weit, das wisst ihr doch. Außerdem wird das garantiert nicht mein letztes Track-Auto. Mal gucken, was die Zuschauer sagen, ne? So, jetzt ein Sektor-Shootout. Was soll ich nehmen? Unseren Eclipse oder den? Welche Zuschauer? Die, die sich nachher im Video... Oder den? Die sich unter dem Video an Vollflame. nein. Okay, also wir haben zwei Autos für Sektor-Shootout. Den Eclipse? Einmal ein Eclipse und einmal ein Charger. Nee, Eclipse. Charger, scheiße. Was? Ja, Charger. Ey, komm, das sieht zu geil aus. Nee. Doch. Und ist schneller und besser. Nee. Doch. Was ein Charger? Ist wie verarschend.
Der Eclipse bist du rückwärts um die Kurven schneller als mit dem Charger. Ja, dann nehmen wir eben den Eclipse, aber im nächsten Rennen nehmen wir einen Charger. Du weißt, ich stehe auf Muscle Car, sonst ist immer noch mein Let's Play. Na mach. Nee, ich nehme jetzt schon den Eclipse. Ich habe mir ja nicht für umsonst eine Auto-X-Karte hierher geholt. So, Apex Glide. Hey, wen denn? Der fragt. Naja, ich weiß, okay. Übrigens an dem Eclipse ist ein Robo dran, also, muss ich sagen. Ja, ach nee. So, Sektor-Shootout, wir überholen gleich den ersten. Ist voll leicht. Also nicht den ersten, sondern den dritten. Das platziert, überholen wir gleich. Oh, wir haben... Die ersten zwei Sektoren gehören uns. Wir sind auf dem ersten. So. Ist ja nicht gerade schwer. So, jetzt überhole ich den Kobalt SS. Scheiße. So. Ich bin jetzt direkt hinter dem ersten. Von Punkten her bin ich erster. Und der erste fährt einen umgebauten Civic von Apex Glide. Wieder Joey Techhead. Richtig. Ah, oh, fuck, nicht gebremst, nicht gebremst. Ah, scheiße. Nein. Verkackt? Ja, die Kurve verkackt. Welcher Platz? Immer noch erster. Also Position her oder Rennen her? Position. Jetzt erster. Naja, geht ja. Und vom Rennen her auch erster. Oh. Das war der Rückspiegel. Also ich mit meinem Charger wäre ich jetzt schon weg. Mit dem scheiß Charger. Ja. Yeah. Was? Hab ich nicht irgendwas gesagt von ich Muscle Car Fan und so? Und den würde ich wenn dann in Drag nehmen, aber nicht in Grip. Weil der nämlich null Grip hat. Der hat genug Grip. Ja, fürs Dürften vielleicht. Ja, das Blöde ist, mit meinem Eclipse rupp ich mir die ganze Karosserie beim Fahren ab. So, gewonnen. Na und? Ein paar ordentliche Schäden dran. So, erster Platz, 4500 Punkte, leichter Schaden, 315. Punktebonus, 3463. Meine Punkte 8228, Geld 3000. Jetzt kommt bestimmt gleich schlecht. Nee, ich bin ja nicht Todo. Stimmt ja. Ja, Papier. Was wollen wir jetzt machen? Zeit fahren oder halbe Meile? Halbe Meile. Halbe Meile, Rekord Carol Monroe. Die Schrulle. Die Drag Queen. Mit und? Dem Mustang. Die habe ich schon platt gemacht. Cheater. Ich cheate nicht. Also ich fahre gegen ein RSX mit 326 PS. RSX? Ein Acura RX oder so. Ach, keine Ahnung. Ah, ein Honda, okay. Oh, ich bin Reifen, aber der hat 300 PS. Lächerlich. Ich meine 500, 600 PS auf der 50. Komm. So. Oh, jetzt läuft mein Motor heiß. Bei 250 hört auf mit der Höchstgeschwindigkeit. Und dann geht's runter. Nee, also mein Gegner hat einen Motorschaden. Geil. Ne, ich habe auf der halben Meile 15,91 bei 248 km/h. Aha. Das ist mit Abstand bester. Wade Jackson, der zweitbeste, hat 19,35 Sekunden. Knapp. Nicht knapp, das sind 4 Sekunden Unterschied, Junge. So, ich fahre fahr jetzt gegen Wade Jackson mit einem 240 SX mit 227 PS. Ist auch ein schönes Auto. Schönes Auto, aber sau lahm.
Nicht unbedingt Wettlauf. Mit 200 PS ist aber nicht mit außer dem Motor. Wenn du Glück hast, ein Fahrer. Der wiegt aber die Hälfte von deinem Haufen. Das mag sein, aber da muss man nicht rechnen, dass es fährt. Oh. Der hätte mich beim Stoppen abgezogen. Naja, der ist ja auch viel windschnittiger. So, 248 Punkt ist Höchstgeschwindigkeit in meinem Plymouth. Nur? Ja, aber diesmal 16.1 war scheiße ein bisschen schlechter. Der war besser. Und trotzdem habe ich gewonnen, gell? So. Oh, gegen den S3. Lahm. Glaubst du, besieg ich? Ja, Lahm und Scheiß. Scheiß Motorsound. Perfekt geschaltet. Los, ich dreh dir dein Fett hinter. Yes! Wie viel Knete hast du eigentlich? Jetzt ordentlich schon. 15,79. So, erster Platz. Also meine Punkte sind 7500. Das ist jetzt nicht besser als Carol. Oh, gewonnen. Ich habe einen Showdown gewonnen. Da mach noch, bis du ihn dominiert hast. Nee, ich hab ja voll. Das war ja so ein... Oh. Geil. Dominiert, 25.000 bekommen. Welches soll ich nehmen? Ich hab 1 bis 5. Was eigentlich? Hier diese Kärtchen, da kann ich mir aussuchen. Sag mir Nimm mal 4. Von rechts oder von links? Von rechts. 12.500 Bar auf die Hand. Naja, war doch gut. Oh, oh, oh. Ich könnte jetzt Carol Monroe angreifen. Road. Carol Monroe, Drag Queen. Die fährt doch eigentlich einen M3 oder nee, so. Ne, das war der Griffin. Oh, den kann ich auch herausfordern, was? Jo, Ray Krieger. Hey, nee, die Krypto, die fährt doch einen... In silbernen M3. Das ist Ray Krieger, der so ihn fährt. Das ist ein Weißer. Naja, mein ich ja. Und ja, Ray Krieger kann ich auch jetzt herausfordern. Mach! Ray Krieger oder noch einen? Naja, kauf dir erstmal was von deinem Geld. React. Neue Events eingeschaltet. Also ich kann jetzt die ersten Events bei Ray Krieger und bei... Na, wie hieß der? Carol Monroe machen. Ich würde sagen, ich tune aber erstmal, wa? Ja. So, also Ray Krieger werde ich in meiner Charger ohne Probleme down machen. Das weiß ich jetzt schon. Drift? Naja, mein Drift-Auto. Nee, komm jetzt nicht. Was hast du denn in Drift? In Drift habe ich ein Nissan 240 SX. Nimm mal einen Corolla. Der Port hässlich. Der ist besser. Aber nicht, wenn volle Kanone aufziehen, das sieht auch geil aus. Aber auch nicht. Ivo.
Ivo und ich wollte jetzt erstmal meinen Plymouth Roadrunner ein bisschen Drag fähiger machen. Was hältst du davon? Mach. Oh, der beste Motor, 45.000, ich glaub's aber auch. Antrieb. Ich brauche eigentlich mehr Traktion, wa? Boah. Oder ob gleich einen besseren Wagen. Was soll ich mir an... Nee, komm, ich brauche einen Muscle Car. Ach komm, wie ist der? Füll Dreck. Scheiße, ist also teuer. Stufe 3 Aufladung, Antrieb. Vielleicht noch eine bessere Antrieb. Komm. So, der ist jetzt erstmal wenigstens ein bisschen Blaupause aktualisieren. Als nächstes würde ich sagen, meine Charger ist alles Level 2, Roadrunner Level 3. Mein Kobalt Speed. Du hast einen Kobalt? Ja. Für 26.000 Öcken. Mein Driftauto müsste ich jetzt eigentlich noch tunen. Oder dir ein besseres kaufen. Jetzt erstmal kein besseres her. Das ist aber so ein Schrotthaufen. Ach super, Antrieb ist schon drin, Motor brauchen wir vielleicht noch. Ach du Scheiße. Aufladung, Fahrwerk. Machen wir ein Driftfahrwerk rein. Aufladung. Ist es gut, wenn ein Auto bei Driftrennen aufgeladen ist, also hier Turbolader drin ist? So, ja. Mach mal leicht rein. Bringt mehr Power. Reifen sind auch ein bisschen verbessert, Lachgas. Na, brauchen wir nicht bei Driftrennen. Spoiler. Reifen brauchst du nicht bei Driftrennen. Sollte ich mir einen Spoiler drauf machen? Ja. Bei Drift? Ja. Im flachen oder im breiten? Also. Ach, mach ich einfach so. Egal. Der wird schon bringen, Desaster. So, Reifen brauche ich echt nicht beim... Karosserie brauche ich auch nicht wirklich. Aktualisieren. So. Soll ich Eclipse wird jetzt nicht mehr getuned, wa? Mach doch diese Serienkarosserie und leg ihn tiefer. Ich würde sagen, meine Charger... So, na komm, der Eclipse könnte noch ein bisschen Tuning gebrauchen, wa? Von der Leistung her. Was meinst du? Hat er nicht mit die meisten, wenn der 500 hat? 500? Nee, das war der andere. Das war mein Dragster. Ach so. Wie viel hat denn der Eclipse? Der hat... Moment, muss ich mal gucken, wo sehe ich denn das? Prüfstand. 233 PS. Ja, der braucht unbedingt noch Tuning. Bei einem Gewicht von 1,4 Tonnen. Zu viel, mach mal Leichtbau. Also soll ich ihn jetzt leichter oder schneller machen? Beides. Ein Lader ist schon Stufe 2 drin, ne? Antrieb haben wir in Stufe 1, das können wir auf Stufe 2 noch hoch machen, weil das kostet. Lader Stufe 2. Ach du Scheiße, das kostet ja ordentlich. Machen wir einen besseren Motor erstmal rein. Haben wir auch erstmal was bekommen. So, jetzt sind wir erstmal wieder arm. So, ich würde sagen, ich bin bereit für mein erstes. So, wen wollen wir jetzt herausfordern? Wollen wir React machen? Da bekomme ich entweder ein GTO oder ein G35. Was für ein 35? Oder soll ich erstmal hier Ray Krieger oder Carol Monroe herausfordern? Mach. Carol Monroe. Dann mache ich jetzt das erste Event von Carol Monroe mit meinem Roadrunner. Bitte lass keine Wheelie-Wettstreits drin sein, sonst bin ich richtig gefickt. Da ist Wheelie drin. Ist aber trotzdem, du musst alles gewinnen, um die zu schlagen. Erstmal nur Viertelmeile und halbe Meile.
Es kommt rein, aber noch Lili. Ich mal Viertelmeile mit meinem Roadrunner, okay? Ja. Drei Viertelmeilen und drei halbe Meilen. So, oh nee. Scheiße. Was denn? Also das Auto, gegen das ich fahre, ist ein Hemi Cuda mit 556 PS. Ich sehe allerdings da unten ein Passat RT mit 600 PS. Und ein GTO mit 628 PS. Hier. Zielzeit 13 Sekunden. Ja, okay, das krieg ich hin. Wenn ich mir Mühe gebe. Also hier gibt's Autos, die haben deutlich mehr PS als ich. Nur ein bisschen besserer Motor ist jetzt drin. Ich hoffe, das bringt was. Was? Was? Was denn? Fehlstart. Alter. Fehlstart. Ich hab hier in der hat 9,73 geschafft. Ich hab 10,6. Was schaffen die für Zeiten? Ja. So, ich fahr jetzt gegen Jimmy's Way. Kann ich dir mal kurz was sagen, zu welches Race, wo ich gerade spiele? Ich bin gerade auf Pinpoint, Aloha Pinpoint, und habe eine Ratio von 6,40. 32 Kills, 5 Mal gestorben und ich hacke nicht. Scheiße. Muss unbedingt einen guten Burnout hinkriegen. Also der ist echt deutlich besser als ich, wie die hier mitfahren. Da hol die mal für Drag den Challenger. Ja, der ist schneller. Aha. Nein! Nicht lieber ein Impreza? Ja. Für Jack. Nein, für Jack brauchst du einen Hecktriebler. Allrad ist da richtig scheiße. Ein Preza ist gut für Kürb, dafür ist er richtig gut. Für Kürb am besten Allrad. Ich könnte noch meinen Charger zu einem Drag-Auto machen, allerdings bin ich da nicht ganz mit zufrieden. Wieso nicht? Wenn das nicht Joe Tackett vom Apex Flight Team ist. Ach Gott, also das krieg ich definitiv nicht hin. Nee, im Ernst, kein Scheiß, das geht nicht. Also ich werde wahrscheinlich, ja, zu wenig Power. Der hat noch zu wenig Power. Ich werde jetzt einfach mal Glee-Effekt machen, also hier Ray. Nee, Ray Creeper, yep. Was Ray Creeper? Mach doch das, wo du die Karre bekommst. Von allen die Karre, wenn ich sie besiege. Nein, ja, da war doch dieses, keine Ahnung, React-Dings, oder? Das mache ich dann gleich danach, aber ich will jetzt erstmal den Renntag schaffen, weil ich habe hier einfach ein Grip-Auto, was sich lohnt auszufahren. Also gesagt, sogar zwei. Also einmal hätte ich hier Grip-Klasse, Zeitfahren und Sektor-Shootout. Also Grip-Klasse, Zeitfahren und Sektor-Shootout. Ich würde sagen, ich mache normales Grip mit meinem Tadler. Mach das. Ist allerdings hier schon Ray Krieger, ne? Also verlierst du. Das erste Event, das erste von dreien. Das dritte ist ja schon ein Krieger.
Übrigens, ich hatte es durchgespielt. Ich auch, toll. Ich hatte es gegen die, diesen Japan-Fuzzi, ging es übelst leicht. Der am Ende kommt. Du meinst... Ryo Watanabe. Ach du Scheiße, das ist ja hier alles nur... Ja. High-End-Crews hier mitfahren. Ich sehe hier Apex Flight und sonst was. Die sind schlecht. Aber ich auch sehe hier die von Ryo. Die Typen. Na doch, hier ist der Apex Flight, klar. Nee, bei was ist denn hier der andere? Der G-Effekt, genau, da finde ich auch ein paar. Mit diesem goldenen Escort. Nee, was ist das? Ja, das ist doch Escort, oder? So, übrigens, ich bin jetzt Erster. Ja, der ist geil. Der ist richtig geil. Für Grip kannst du den nehmen. Für Grip war richtig geil abgehen. Komm jetzt nicht mit deinem Charger. Dein Charger auf dem ersten Platz ist. Natürlich. Du. Das sind ja auch Luschen, gegen die du fährst. Mit deinem Charger. Ich würde aber gern machen, dass ich dann nach diesem Rennen erstmal eine Aufnahmepause mache. Machst du? Also, dass wir uns dann verabschieden, so winke-winke-mäßig. Wie wollen die das sehen, wenn wir winken? Oh, Mann! So verstehst du keine Metaphern. Also ich cheat hier aber gerade ordentlich. Nee, ich hab deinen Wartmieter. Also die Charger brüllt echt, auch wenn ich mir nur ganz leise vorstelle. Ich höre gar keinen Ton von dem Spiel. Ich hab ja auch gerade Headset auf. Noch zwei Runden, ich glaube nicht. Aber jetzt, was ich glaube ich als nächstes machen werde nach hier Pro Street. Le Bois Thumper. Was? Ey, Alter. So ein Scheiß. Ey, Alter. Das ist Deutschlands meist. Ich bin ins Oberfeld. Flugzeug MMO. Ja, weil's World of Warplanes noch nicht so lange gab. Gab's länger. Guten Morgen. Und World of Warplanes ist schlechter. Pech. Ängste. Weil bei World of Warplanes hast du einen Schadensbalken. Wenn der leer ist, stürzt du ab. Na bei und? War Thunder hast du nichts dergleichen. Hier wird ein Flügel geschossen, dein Flügel bricht ab. Hier wird ins Heck geschossen, dein Heck geht kaputt, du hast keine Kontrolle mehr. Das sind realistische Schadensdarstellungen. Das kannst du nicht mit einem Damage-Balken vergleichen. Sorry, aber ich nenne jetzt einfach mal World of Warplanes Damage Bike. Mhm. Rennen fahren. Was machst du jetzt gerade? Let's Play aufnehmen. Immer noch. Schön, dass du so aktiv mitmachst. Übrigens. Danke. Ja, hier voll und so, ne? So. So neue Runde. Ja, wenn du mir nicht sagst, was du gerade machst. Letzte Runde meines Rennens. Ja, die Runde ist scheiße lang. Naja, passt ja zu deinem scheiß Auto. Es ist kein scheiß Auto, es ist ein richtig, richtig geiles Auto. Hey, wirst du ein Geschenk bekommen? Sag mir nicht, du wirst nicht mal ausfahren. Wie willst du denn das Ding ausfahren? Das Ding fährt nicht mal 200. Ich kann ja auch gern die Charger mal als Speed-Auto. Was denn? Mach doch.
kackt gleich ab. Ja, nur bei dem wirklich guten. Nur bei Rio Watanabe wird es dann abkacken, weil da für Speed braucht man dann einfach diese Supersportwagen. Da fährt ja ein aufgetunter Cobalt SS davon. Niemals. Alter, seine Charger, sein Schlachtross. Anspielung auf die Übersetzung. Hey, Charger heißt doch nicht eigentlich Schalter. Nee, Charger heißt ein Charge. Laden. Nee, aber würde mal Charger wirklich mal übersetzen, direkt, dann würde das Schlachtross bedeuten. Weil ich das beim Google-Übersetzer gelesen habe. Natürlich. Also, wo sonst? Also, wie ich mich mal wirklich bilden würde. Ich bin doch perfekt. Ich bin der John Lennon des Autofahrens. Ja. Dann müsstest du aber auch Auto fahren können. So, Geld 4500. Ja, mit dem Ferngesteuerten. Na und der Ferngesteuerte fährt dann aber auch. Wir müssen morgen nur 5 Stunden auf Arbeit, ne? 6 Stunden auf Arbeit, ne? In der Schule, du. Ja, also wir gehen noch in der Schule, wir sind gerade erstmal 5 geworden, ne? Also ich zumindest. Ja. Ich werde übermorgen. Dann können wir dann uns mal, keine Ahnung, auf Kekse und Milch treffen. Hahaha. Da bekomme ich vielleicht Pokémon, das ist erst ab 6. Also ich würde mal sagen, mit diesen Entleerungen würden wir uns dann mal vom Let's Play verabschieden, oder? Außerdem finde ich das Bild gerade richtig toll. Ja. Jetzt schwenk doch nicht mit der Kamera weg, du... Ja, vielen Dank. Okay, also ich würde mal sagen, dann bis zum nächsten Mal und tschö, tschö. Also Funny Fresh, du müsst jetzt auch nochmal... Tschüss. Ja, tschüss.